Dritter Spieltag. Pinky Dortmund empfängt die Schwuchteltruppe aus Köln. Und da Minky hier immer noch am Steuer sitzt, heißt das Niederlage. Lüge. Ja, ich möchte dich erstmal beglückwünschen, dass du auch mit Worten argumentieren kannst. Das haben wir lange nicht mehr gehört von dir. Nicht wahr? Lass mich in Ruhe. Wen das auch freut, ja, dass Minky auch mit Worten argumentieren kann, der textet bitte in die Kommis. Dann ist auch dieses Thema gegessen und dann freut sich unser lieber Minky wie ein. Honigkuchen fährt. Schön den Satz komplettiert. Unglaublich, oder? Hammer gut. Ja. Wir haben Skill, man. Zumindest ich, ja, das stimmt, Ja, nee, ja. nicht du, ich. Du. Ich, ja. Nö, nö, nö. So, los geht's, Freunde. Okay, ich habe gehört, du hast ein Off-Topic-Thema prepared für diesen Part. Lüge? Schieß mal los. Hab ich nicht, nee. Ach ja, macht immer wieder Spaß, sowas zu sagen. Ja, aber das ist ja mies, weil dann haben die Zuschauer Hoffnung, dass dieser Partner nicht so richtig mega langweilig wird und dann sowas. Ja, dann musst du ja nicht sagen, dass du ein Off-Topic-Thema Hab hast. ich auch nicht. Doch, das hat er. Nein, er lügt. Glaub ihm nicht. Gar nicht. Ey. Gar nicht. Hey, jawohl. Nein. So, aber kümmern wir uns lieber mal um das Spiel und es gibt hier die gelbe Karte, das geht so nicht. Verschwinden Sie. Sie Freistoß aus Schwulen. guter Position, diesmal für Alter und Mauer. Mauer. Merti nicht. Alter! Und Mauer. Kretschmer. Auf mein Gar. Der hat wohl gerade ein Würstchen gemacht, deswegen hat er den Ball verloren. Ja, wir sollten aber möglichst nicht den Anschluss verlieren an die Tabellenspitze. Das heißt, dass es hier A, Geld gibt und B, wir das Spiel lieber mal gewinnen sollen. Ja. Muss leer treffen. Yes! Gibt's da einen Song, so einen guten Tor-Song für Ich ihn? weiß, wir machen Break the Walls Down. So ein Explosion-Song, wo jemand über Explosionen singt, weißt du, über Also Detonationen, irgendwie so TNT, I'm Dynamite. Genau. TNT. Puh, I'm Dynamite. Puh, puh, TNT. TNT. Yeah. Oder wir singen einfach. Oder wir nehmen eins selber auf. Wir singen so. Muss leer. Bombt alles in die Luft. So, weißt du? Ja, ich weiß schon. Muss leer? Oh, Meinst du, es diesmal wird hält nichts? Horn. Horn. Der ist wohl. Oh, an! Mir fällt da gerade kein flacher Witz zu ein, deswegen. Na, ich könnte ja sagen, der ist horny, aber irgendwie. Naja. Oh Gott. Also ich bin der Versaute hier, ja? Ja. Indeed. Er ist so ordentlich. Jetzt lacht er. Haben wir denn dann Da? Sag. Hector oder Weißer? Weiß wie. Boah, das ist echt Flachland manchmal hier, ne? Genau wie, Das war jetzt wirklich allerunterstes Niveau. oder wie Klick im letzten Part. Ultra! Oh, wo schießt er denn hin? Da war Horny wohl Ich zu. Da war möchte. Horn wohl zu Ich Horny. möchte. Oh, Mann. Ich möchte aber hier nur mal klarstellen, dass es Klack war, nicht Klick. So. Merti, jetzt dribbelt sich durch, trifft nie. Ah, schade, aber ich glaube, da wäre der Aufgegeilte auch da gewesen. Ist echt flach. Ey, Merti, jetzt versuch's nochmal, aber. Nee. Oh nee. Hält mit der Hilfe seines Cocks, hält er damit das Ding hier fest. Nee, das habe ich nie so gesagt. Martinitz, das wird by the way zensiert. Wir sind ja hier Ja, TVPG. genau. Und es gibt Gelb für einen ehemaligen Spieler von Arsenal London. Genau. José Javier Wundita. Munguidiza. Genau. Ich vermisse immer noch den Spieler Umut Bulut. Der hatte aus meiner Sicht den geilsten Namen in diesem ganzen Let's Play bis jetzt. Ja. Wir sollten den mal versuchen zu Richtig. verpflichten, den Umut Bulut. Ich meine, wir sind fiese Europameister neben Deutschland. So schaut's aus. Das kann sich Wir doch sind sehen lassen, oder? Vize-Europameister natürlich mit Pinky Dortmund, das darf man nicht Ja, vergessen. klar. Wohin denn sonst? Ja.
Verdiente Abzuführung, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Mach die Ansprache, please. Wie, please? Du bittest mich um was? Nee. Nee, so läuft das hier nicht. Ach so, sorry, ja, stimmt. Also war ich jetzt völlig verwirrt. Bam, los geht's. Bam. Weiter geht's in der zweiten Halbzeit. Vielleicht gelingt es uns, den Notgeilen noch ein zweites Mal zu überwinden. Der heißt auch nicht Weißer, der heißt Weiser. Er ist ein weiser Mann, der Mann. Oh, so. Es weiß. Lebensweisheit. Boah, da hat sich der London-Spieler austanzt. Das jetzt muss Lehm mit der Chance. Er stark steil auf Martinez. Gelb. Gelb, klar. Das ist die vierte gelbe Karte nun für FC Gain. Ja, die Dino, sammeln guck mal, ein Dino. Ah, scheinbar. Dino! Kratschun vertändelt da den Ball. Das muss doch so nicht, Freunde. Wir können auch sagen, wir sind momentan raus. Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, kommen mir so vor. Wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir sind hier. Was ist das für ein Spiel? Wie funktioniert das? Wer spielt für uns? Wie macht man Fraps an? Und was auch, ist ja, hier kann man auch nur rauskommen, denn man muss zugucken. Hallo, zugucken. Also. Da ist, by the way, wieder ein Spieler von Arsenal landen. Das war der gleiche wie gerade. Oder? Kann ich schwören. Kann ich wahr. So, Horny hat den Ball. So, was haben wir denn? Jetzt einmal bitte wechseln. Schaut das denn hier so aus, ja? Wie schaut das mit der Fitness aus? Ja, geht so. Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe die Individspieler gar nicht immer. Im letzten Part. Aha. Jo. Ich würde aber jetzt nicht viel wechseln, du. Nö, Nuki und Briel, das sind meine Standardauswechslungen. Den Sturm lasse ich ja immer so. Muslee kann man auch so delle, Muslee jetzt vielleicht nochmal mit einer Explosion nach vorne. Ich habe wieder einen Witz hier. Willst du hören? Okay. Muslee, ja. Ne? Ich hoffe, der leitet heute noch einen explosiven Angriff ein. Verstehst du? Lustige Witze. Mertin jetzt so, auf Olthoff trifft! Und das war eine super 2 Chance. Zu 0. Super! Komm, schaut euch bitte das nochmal an. Leipzig super dran. Pass hier von Mertinen zum Althoff direkt flach ins Eck. Mann. Ja. Hatte der Geile keine Chance? Nee. Da war Horny zu Horny. Ja, da war abgelenkt. König, muss leer. Mertinez, Althoff! Oh, hallo, Althoff, das machst du aber sonst immer rein. Wollte ich gerade sagen, normal macht er die im Schlaf, aber heute nicht. Nee. Naja. Vielleicht war er ja Objekt der Begierde von Horny und wollte sich lieber mal in Sicherheit bringen. Das kann natürlich sein. Das war, glaube ich, die letzte Auswechslung jetzt für Köln hier. Das ist, ich wollte gerade sagen, die letzte Auswechslung heute für Köln. Wir sehen, dass Julian Schwarz bei Stefan Schwellenbach kommt. Also... Vielleicht kommt noch eine Auswechslung nach der letzten Auswechslung, wer weiß. Das Spiel hier eh entschieden ist, aber man sieht mal wieder unsere Heimstärke, ne? Die macht sich bezahlt. Im ehemaligen Penker, im Spielwiese-Stadion. So heißt unser Stadion jetzt nämlich, wissen wir. Im ehemaligen Penkerlast. Althoff, aber Horny ist da. König muss leer, aber Horny ist da. Sich das anhört, Horny ist da. Yay, muss der irgendwie nur noch im Angriff im Moment. Wo sind die Kölner Spieler? Da vielleicht mit Arsenal? Nee. Oder doch? Nee. Muss der wieder guck, die haben zwei Arsenal-Spieler eingeleitet. Hast du gesehen, die haben zwei Arsenal-Spieler? So. Der links und der im Sturm. Ja, das kann natürlich, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, tut mir leid. Typisch. Bombenschuss von Moslea. Mann. Die Bombe. Bombe, ne? So, das Ding so, ist da eh gelaufen. Letzte, war die wirklich die letzte Auswechslung jetzt von Köln? Bruce Daniel verlässt wieder die Coaching-Zone. So, ich denke mal... Während... das Ding hier eh gleich abgepfiffen wird... Ich warte eigentlich nur darauf, ehrlich gesagt. Ach so, ja, ich nicht. Nicht? Nein. Okay, aber der hat jetzt abgepfiffen. Der FIFA. Hat der Bier überhaupt was zu tun in dem Spiel? Wer? Bier? Ja, der musste einmal rauskommen, den Ball fangen und dann wegmachen, aber sonst war da nichts, ne? Ich glaube nicht. Oh, doch. Du täuscht dich. Denn Köln hatte null Küsse aufs Tor. Oh. Also Bier hatte wirklich viel zu tun an diesem Nachmittag. Wir haben verdient gewonnen.
Und damit kannst du diesen langweiligen Bildschirm auch electrifying wegklicken. Okay. Das war gerade, glaube ich, electrifying genug. So, nicht Ergebnisse. Pervers, sondern electrifying. Boah, wir sind von Platz 7 auf Platz 6 gesprungen. Boah, nee, ey. Aber es gibt nur noch zwei Mannschaften, die bislang die komplette Ausbeute geholt haben. Denn Leverkusen patzt, aber die sind uns eh Wayne, weil das ist die zweite, die kann eh nicht aussteigen. Dette heißt Lotte und RWE sind hier noch vor uns. Aber gegen eine davon müssen wir doch bald spielen, oder nicht? Schlammern wir uns erstmal Wiedenbrück. Und Lotte ist sogar in RWE. Unentschieden wäre nice. Wiedenbrück möchte ich nur erwähnen, sind auf Platz 18. Ja, letztes Jahr noch. Wo sie doch sonst auf Platz 1 zwischenzeitlich waren, eine lange Zeit sogar. Was sagt denn unser Trainer? Ich habe einen verdienten Sieg meiner Mannschaft gesehen. Sie hat sich schon in der ersten Halbzeit eine Menge Chances rausgespielt. Spieltagsstatistik. Mit Bönig und Moslee. Interessant. Weiter. Und the best players. Moslea ist technisch nicht gut. Hast du Blähungen wieder mal? Oh nein, da wusste wieder, dass Thomas Lowes kommentiert. Ich hab's provoziert. Ja, ja. Dieser Spruch, der kam ja auch als allererstes damals von mir, ne? Ja. Nö, der kam von dir. Wenn Sie in Ihre aktuelle Jugend schauen, wie sind die nächsten Jahre gehen? Besser oder schlechter als die letzten? Ich habe da gerade keinen Überblick. Vielleicht waren die erste Mannschaft im Herzen. Oh, die Fanbeliebtheit auch minus. Unglaublich, oder? Die zwei Fans, die sind wirklich sauer jetzt momentan. Das kannst du doch nicht machen. Die werden die Mitgliedschaft kündigen und damit die 1,50, die sie im Jahr zahlen müssen, wieder zurückverlangen. Nein, das können die nicht machen. Wir sind auf das Geld angewiesen. Apropos ja. Angewiesen, wie schaut's eigentlich mit unserem Stadion aus? Oder Trainingsgelände und so. Da. Ich schau da gleich mal drauf. Du machst aber erst hier Business as usual, ja, indem du Training und Co. einstellst. Und diesmal auch individuelle Spieler? Nee, okay, nö, mach die nicht. Die nicht, nee. Müssten wir nicht bald demnächst hier ein Spiel mit den Ösis haben? Ich glaube schon, Bruder. Ist doch WM Qualification, isn't it? Oh yeah. Gegen Deutschland, glaube ich, geht's. Aber ganz ehrlich, ne? Real-Life-Quali, hat's Österreich jemals zu einer WM geschafft? Ich nichts wissen. Ich kann mich nicht erinnern. Von daher, wir machen das Unmögliche möglich und führen Österreich ins WM-Finale, wo wir 7-0 gegen Deutschland verlieren, 2014. Ist aber auch kein Problem, denke ich. Das wird uns wieder verziehen. Absolut. Ein großes Lob. Ja, da explodiert er vor Freude, ja. Ne? Der gute Muskel hier. Wir haben aber immer noch keine Tormusik hier eingestellt. Ja, das geht so nicht. Das müsste mal ändern. Ja. Error müsste man das, Freunde. Training. Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Aufbau, Spiel. Come on, let's do it faster. This isn't good. This is boring, okay? This is boring. We love to electrify people and you are bore these people to death. Okay. Ja, unterhalt sie doch. Los. Jö. Ja, siehste? Merkst du was? Du bist nämlich ein Penis. Ach, naja, besser als eine Muschi. So. Die du bist. Dann ändert ja auch noch die Trainingsintensität von einem von 89. Ja. Mach ich auch. Dumm. So, ich dachte, du wolltest dir mal Infrastructure. Ja, das kann ich auch am Samstag machen. Nein, das kannst du nicht am Samstag machen. Und weißt du wieso? Ich habe ein Argument dagegen. Ich bin echt nicht argumentierfähig, merke ich, ey. Immer dieses Lüge. Gar nicht, sorry. Ja, aber du bist natürlich hier argumentierfähig. Ich kann viel von dir lernen, oder? Ja. So. Wie soll das denn sonst laufen? Mal ganz ehrlich. Wie denn Brücke? Ich übernehme wieder oder möchtest du? Nee, ich will nie mehr. Was ist hier los? Ach komm, eins geht noch, oder? Lass das. 7 Tage, alles. Damit kann man ja leben. Okay. Sie haben nicht genügend Spieler mominiert. Es ist zu spät.
Das ist so. Okay. Ist mir egal. Kein Ding. I don't care. Kein Ding. Österreich kann auch mit 9 Spielern gewinnen. Richtig. Bruce Musk kann 21 nominieren. Training Centrum ist fertig. So, jetzt könnten wir natürlich theoretisch die Trainingsplätze ausbauen. Was sollen wir ausbauen? Trainingsplätze? TQRS. Da! Ausbauen. Nee, geht nicht. Da brauche ich das Trainingszentrum Level 2 für. Was haben wir doch jetzt? Ja. Ist doch auch am Bauen. Aber. Ist ja gut, dass ich gewartet habe. Ich wusste das nicht. So. So. Lotte RWE teilt durch die Punkte, dann ist hier der Spieltag geritzt. So. Rizzi wieder in der Stammaufstellung. Stammaufstellung. Super. So, Freunde. Auf Wiedersehen. Und bis morgen. Ciao. Ciao. Hier stinkt. Das kann sein.